Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ihr eure Filmempfehlungen hernehmt. Ganz ehrlich, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Welche Quellen verwendet ihr, um herauszufinden, welche Filme ihr euch als nächstes anschauen sollt? Und wenn irgendjemand dabei sagt, neu auf Netflix, dann kann ich irgendjemanden auf YouTube bannen? Naja, für mich sind es tatsächlich in erster Linie andere YouTuber, insbesondere meine amerikanischen YouTube-Kollegen wie The Cinema Snob, die gerne obskure Filme ausgraben, die für mich dann ganz einfach zum Pflichtprogramm werden. Oder aber natürlich als, wahnsinniger Sammler, der eben gerne auch einzelne Labels komplett sammelt, ist es auch ganz einfach oft nur das als Empfehlung genug, dass ein bestimmtes Label einen bestimmten Film veröffentlicht. Selten ist es allerdings so, dass verschiedene von diesen Elementen zusammenkommen und ich dann plötzlich von einer Sekunde auf die andere mehrere Gründe habe, warum es einen Film unbedingt in meinem Regal geben muss. Und das ist zuletzt passiert bei Santo vs. Dr. Death. Grundsätzlich ein Film, der natürlich alleine dadurch, dass ihn Vinegar Syndrome als Nummer 29 mittlerweile schon von der Vinegar Syndrome Archive-Reihe veröffentlicht hat, das ist schon einmal ein ganz guter Indikator, dass das in meine Sammlung gehört, aber dass dann die Santo-Filme auch zum Beispiel vom Cinema Snob vorgestellt wurden, dass andere von diesen Santo-Filmen jetzt dann auch kommendes Jahr in England von Indicator veröffentlicht werden, auch das ist natürlich ein interessanter Pluspunkt, weil man darf nicht vergessen, dass einerseits in dem Fall die interessante Schauspielerin Helga Liné, der in einer der letzten Art of Horror-Ausgaben sogar eine Retrospektive gewidmet wurde, in diesem Film mitspielt, dass Santo allerdings ein mexikanischer Wrestler ist, der zusätzlich zu seiner Wrestling-Karriere auch noch in über 50 Filmen mitgespielt hat, von denen Santo vs. Dr. Death, wo er nämlich tatsächlich gegen den mehr oder weniger gehörnten Tod persönlich antritt, einer der kultigsten Filme aus seinem filmischen Schaffen ist das aber, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, irgendwie keiner von diesen Santo-Filmen tatsächlich seinen Weg in den deutschsprachigen Raum geschafft hat, was ich natürlich relativ schade finde, weil da eine Santo-Komplettbox, ich weiß, ich bin komplett durchgeknallt, wäre sicherlich irgendwie nicht uninteressant. Stattdessen müssen wir jetzt halt eben warten, um diese einzelnen kleinen Happen uns gönnen, die wir da von einigen internationalen Labels bekommen. Mal schauen, wie viele von den Santo-Filmen insgesamt noch zu uns kommen. Aber das, was wir da jetzt einmal von Vinegar Syndrome außen auf diesem stabilen Top-Loader oder Bottom-Loader eigentlich bekommen, wie von der VSA-Reihe gewohnt. Das ist schon einmal ganz okay. Muss natürlich dazu sagen, dass dieser Cover-Stil eben auch mit diesem relativ groben Artwork jetzt nicht unbedingt meinen persönlichen Geschmack trifft, aber man darf halt eben auch nicht vergessen, dass es hier vielleicht tatsächlich doch ein original spanisches, gezeichnetes, absolut großartiges Plakatmotiv gegeben hätte, das ich wirklich gerne gehabt hätte. Schauen wir mal, vielleicht ist das zumindest als Wendecover mit dabei. Aber wir können da jetzt einmal dann einen Blick auf das Backcover werfen. Da gibt es ein paar Informationen. Der Film wurde vom Originalkameranegativ in 2K restauriert. Wir haben hier die Inhaltsangabe, weitere Details sowie natürlich die Information, dass es sich hier um eine Code-Free-Blu-Ray handelt. Das ist sicherlich für den ein oder anderen auch ein wissenswertes Stück Information und leider muss ich in dem Fall wirklich sagen, haben wir es dann mit dem Backcover-Motiv von dem Schuber einerseits auf der Disc, andererseits auf dem Wendecover zu tun. Und dieses wundervoll gezeichnete Motiv, das wir eben zum Beispiel auch in der IMDb bei diesem Film sehen, ist überhaupt kein Teil von dieser Veröffentlichung. Wobei ich irgendwie dazu sagen muss, dass es vielleicht auch daran liegt, dass dieser Stil von dieser Zeichnung nicht unbedingt ganz in das Vinegar Syndrome Archive-Konzept gepasst hätte. Wobei dieser Stil von diesem Poster passt halt ganz einfach überhaupt nicht in ein Zocki möchte es in seiner Sammlung haben Konzept. Weil wenn ich diese absolut grobkörnige Pixelkotze sehen muss, dann kommt mir ehrlich gesagt selbige relativ deutlich wieder hoch. Das ist wirklich ein hässliches Motiv, das mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Vor allem finde ich es noch relativ arg, dass während das hier eigentlich außen auf diesem Schuber noch
also auf dem Backcover eher weniger, da noch fast irgendwie erträglich ausschaut, zumindest sollte dieses Video bei euch wieder versehentlich nur in 360p laufen, whoopsi, dann kann man sich das anschauen, aber eben groß als Poster ist das einfach nur hässlich, einfach nur unerträglich. Finde ich wirklich sehr, sehr schade, dass man es da nicht mit einem schöneren Motiv zu tun hat und es quasi Santo in einer derartig furchtbaren Version den Einstand in meiner Sammlung hat, aber was soll man sagen? Vielleicht kann ja zumindest der Film unterhalten, der hier übrigens in dieser Edition zumindest laut dem Backcover von der Blu-ray auch neben dem spanischen Original einen englischen Dub hat, dass sich eben Leute so wie ich, die jetzt keine großen Fans von diesen gedubbten Sachen sind, den Film in der englischen Synchro anschauen können.